Hallöchen, ihr seht schon was. Ich habe hier vier von diesen Dingern. Wer den Stream gesehen hat, beziehungsweise nachgeschaut hat, weiß auch, was ich damit vorhabe. Warum habe ich hier von vier? Normalerweise bräuchte man ja nur einen, um so ein Gerät, wo sowas drin ist, zu reparieren. CD-Player, Kassettendeck, hast du nicht gesehen. Aber dafür ist es nicht. Ich möchte kein Gerät reparieren, ich möchte mir ein Gerät bauen. Dafür brauche ich vier Stück von diesen hier und sechs Stück davon. Und zwar sind das drei verschiedene, oder besser gesagt, zwei verschiedene Arten, jeweils drei Stück. Hier habe ich ein sechs Anschlüsse und den kann ich nur ein- und aus- oder ein- und einschalten. Also sprich von der Mitte zu dem einen oder von der Mitte zum anderen. Dann habe ich noch drei Stück, die kann ich einschalten, ausschalten, einschalten. Das ist dann eben von der Mitte darüber oder aus oder darüber. Was will ich mir da bauen? Das muss ich euch jetzt leider auf dem PC zeigen, was ich mir da bauen möchte, weil das Original, was ich da habe, was ich mir nochmal bauen möchte, ist verdrahtet, verkabelt. Das will ich gar nicht abnehmen. Das ist immer ein bisschen kompliziert, das wieder ranzumachen, weil ja, ein bisschen zu faul mit Beschriftung. Dann wäre das einfacher. Aber ich zeige euch das mal jetzt auf dem PC, was ich da bauen möchte. Und da möchte ich nachher gleich dann die Platine für fertig machen, weil das soll auf eine Platine. Und das möchte ich euch dann zeigen. Gut, dann sehen wir uns jetzt mal kurz auf dem PC wieder und dann geht es nachher weiter. So, hier seht ihr jetzt halt nur ein Bild davon. Das ist so ein Tape-Switch-Unit-Dingens, womit ich meine Audioquellen umschalten kann. Das will ich mir halt nicht neu bauen, aber selbst bauen. Ich habe jetzt leider kein schönes Metallgehäuse. Es wird in einem Kunststoffgehäuse kommen. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Rückseite. So, und jetzt sehen wir hier die Rückseite. Da sieht man jetzt hier ganz gut eben Audioproduktladen. So direkt sieht man es nicht aus, aber es ist so ein Gerät. Das sieht so aus. Ist aber ein bisschen anders beschriftet. Da steht dann eben nur Amplifier Tape 3, Tape 2, Tape 1, Input, Output, links, rechts. Und damit kann ich halt nur umschalten, welches Tape-Deck oder welcher Eingang davon auf den Amplifier geht oder umgekehrt bei Aufnahme. Ich habe halt mehr Geräte, als ich hier davon zur Verfügung habe. Mein Verstärker hat halt nur einen so einen Tape-Eingang. Und deswegen muss ich da so einen Umschalter nochmal extra bauen, dass ich ein paar mehr Ein- und Ausgänge habe. Also dass ich umschalten kann. So, und dann sehen wir uns nachher gleich wieder mit der, wie ich die Platine mache und das dann soweit fertig mache. So, ich nehme jetzt den Teil hier nochmal auf. Das Gerät ist soweit schon fertig, bis auf das Gehäuse. Das muss ich nochmal abändern. Ihr werdet hiernach dann das weitersehen. Aber ich nehme das jetzt hier im Nachhinein nochmal auf mit dem Schaltplan, weil ich den doch signifikant nochmal verändert habe. Ich hatte den Teil schon fertig. Und ich möchte euch aber den richtigen Schaltplan zeigen. Und zwar die vierer Shinch-Buchsen ist das hier oben. Der 1, 2, 3 und 4. Block. Dieser vierer Shinch-Buchsen-Block. Und hier sind die Schalter, die ich da gezeigt habe. Und ich habe das jetzt auch so verdrahtet. Ich habe es auch schon gezeigt, aber das seht ihr später. Das Signal, was vom Tape Deck oder Tonbandgerät oder DAT Player oder Minidisc Player kommt, was Play ist, was die an Signal rausgeben, das Audiosignal, das Line-In-Signal oder das Line-Signal, würde hier über den Anschluss auf den Schalter gehen. Wenn ich den einschalte, geht das zum Amplifier nach hier hinten raus. Und ihr seht schon, das ist durchverbunden zu den anderen. Ich kann auch den ausschalten,
Das ist dieser Ein-Einschalter. Da habe ich bloß zwei angeschlossen. Der eine bleibt tot. Wenn ich den einschalte und den einschalte, habe ich beide auf Play. Dann gehen beide Signale raus. Dann muss ich immer einen ausschalten. Das ist aber nicht so schlimm. So kann ich aber einfacher bestimmen, welchen ich ein- und ausschalten schalten kann. Bei Aufnahme ist es so, das Line-Signal, was vom Amplifier kommt, das Radio, Plattenspieler oder CD-Player oder wie auch immer, würde dann hier über diese Schalter laufen. Einmal. Und zwar auf hier immer die 4 und die 1. Ist jetzt auch eingeschalten. Ich kann mit dem einen Schalter eben sagen, nehme mir also das Deck, wenn ich hier zum Beispiel das DAT-Gerät habe, den DAT-Player, Recorder, wie auch immer, wenn ich den auf Aufnahmen habe, kann ich eben einschalten, nehme mir das auf, was vom Amplifier kommt. Oder ich kann umschalten und sagen, nimm mir zum Beispiel das vom Minidisc auf. Natürlich mache ich das nicht über analog. Ich könnte es aber machen. Ich mache es aber über digital. Da habe ich ja schon den sehr schnell Toslink-Umschalter gedönster gezeigt. Aber so wäre das hier, wenn ich jetzt auch noch ein zweites Tape-Deck hätte. Zum Beispiel habe ich hier ein Tape-Deck dran und hier ein Tape-Deck dran und ich will von einem zum anderen überspielen und es ist jetzt kein Doppelkassettendeck. Dann stelle ich das hier auf Play, dass hier das Signal kommt und den stelle ich auf Rekord Tape-Deck. Das müsste hier 5 und 6 sein. Ne, 3 und 6. Das geht hier nämlich rum und hier drauf und die sind auch verbunden. Dann könnt ihr das hier nämlich aufnehmen und das abspielen. So kann ich das machen. Je nachdem. So habe ich den Schaltplan. So, und das Layout, da habe ich auch schon gesagt, da habe ich einen Fehler drin gehabt. Und zwar fehlte mir hier diese eine Leitung. Die geht hier längs hier rum. Die habe ich jetzt mit einem Kabel gemacht hier unten rum. Das werdet ihr dann noch sehen. Da war der Fehler hier. Diese Leitung geht hier rum und hat hier einen Punkt. Und das war nicht zu dem Schalter verbunden. Das war ungefähr ein Pixel. In Normalansicht ungefähr ein Pixel oder zwei. Nur mit Zoom konnte man sehen, dass hier eine kleine Lücke war. Deswegen ist das Layout nicht ganz so bei mir, wie es eigentlich hier drauf ist. Das andere Ding ist,3D-Betrachter. Ich hoffe, das funktioniert. Ihr seht schon, hier sind die Umrisse vom Konnektor. Da ist viel Platz zwischen. Wenn ich jetzt aber hier gucke, ist da nicht viel Platz zwischen. Ich bin davon ausgegangen, dass das hier die eine Kante wäre und das die andere Kante wäre. Es sind aber diese beiden Punkte hier. Der Punkt hier und der Punkt. Das wäre die Kante von dem Dings. Die hätte ich ruhig weiter zusammenschieben können. Zum Beispiel mach mal nee. Zum Beispiel so. Die hätte ich so zusammenschieben können. Wenn ich das fertig mache. Ihr könnt immer einmal eine Rückmeldung geben. Ich will euch das ja noch als Download geben. Ob ihr das lieber so möchtet, dass es enger zusammenliegt oder auch so weit auseinander, wie ich es habe. Dann ändere ich das nochmal um, auch Gehäuse und das alles. Deswegen kommt das auch alles erst später unten ins Video rein. Wenn ich das jetzt hier auf Ansicht mache, seht ihr schon, die sind dichter zusammen. Das sind hier 2,5 oder 3 mm große Löcher, die werden nachher wahrscheinlich ziemlich eng zusammenliegen. Müsst ihr dann selber entscheiden. So wäre jetzt so wie bei mir, so weit auseinander und so könnte ich es zumindest machen. So, ihr seht schon, hier ist das Layout, eine Seite
Und da wäre die andere Seite. Natürlich werde ich das auch noch so ändern, dass die hier, die Konnektoren, von der Seite reingehen. Da müsst ihr nicht da unterlöten, so wie ich das gemacht habe. Das seht ihr alles noch im kommenden Video, also in dem, was hier nachfolgt. Weil das ist doch etwas blöd. Ja, weil da jetzt hier verschoben ist, passen die Punkte nicht, die Löcher. Dass das wirklich von der Rückseite gelötet ist und nicht, dass ihr da unter dem Stecker da löten müsst. Das war bei mir jetzt ein bisschen blöd. Ich werde das nachher noch ändern. Das ist hier, wenn ich den jetzt erstmal zurücksetze. Und zwar auf wo kann ich den jetzt hier umsetzen? Footprint. Den müsste ich jetzt nämlich auf die B-Seite kriegen. Der müsste jetzt auf die andere Seite. Wie kriege ich den da hin? Da, Rückseite. Der wäre dann nämlich auf der Rückseite. Da müsste ich den noch drehen und so weiter. Aber könnt ihr mir noch mal Rückmeldung geben? Ich mache das im Großen und Ganzen erstmal so fertig, wie ich es habe. Und wenn ihr das dichter zusammen, also enger zusammen haben wollt, wie eben gezeigt, dann gibt mal Rückmeldung, wer es haben möchte, dem mache ich das dann nochmal fertig. So, das wäre die Geschichte und dann kommen wir jetzt zu dem Rest von dem Video und da seht ihr dann eben einiges, wo ich dann schon hier erklärt habe. Gut. So, da bin ich wieder. Ihr seht schon, ich habe das jetzt soweit auf die Platine, das Layout. Sie ist zweiseitig geworden. Ob das jetzt ganz genau passt, weiß ich nicht. Sollte, das war der zweite Versuch. Ihr habt ja sicherlich auch schon mitbekommen, dass mein Laminator kaputt gewesen ist. Ich habe das jetzt einfach nur überbrückt, diese Temperatursicherung. Habe ich rausgeschnitten und mit bleifreien Lot zusammengelötet. Erstmal vorerst, damit ich das überhaupt machen kann. Die werde ich jetzt ätzen. Das mache ich auf Kamera, das wird zu lange dauern. Und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich sie soweit fertig habe und gucken kann, ob sie auch wirklich so geworden ist, wie sie sollte. Das, was jetzt hier noch übersteht, das kommt nachher weg. Aber ich wollte jetzt nicht zu viel Platinenmaterial verschwenden und habe dann wirklich knapp abgemessen, ausgeschnitten und dann eine gerade Kante, wo ich das wirklich anlegen konnte. Es hat gut geklappt beim zweiten Mal. Erst beim ersten Mal war es ein bisschen verschoben. Das hätte vielleicht auch noch geklappt. Allerdings hatte das nicht ganz so gehalten. Da waren einige Sachen, die nicht so schön waren. Jetzt muss ich nur noch mal mein Edding raussuchen und ein paar Dinge kontrollieren. Es sind ein paar kleine Pünktchen drauf, wo sie nicht sein dürfen. Die werde ich dann noch übermalen, damit das da auch noch geschützt ist, damit da nicht zu viel weggeht, was nicht weg darf. Und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, wie ihr seht, habe ich sie soweit fertig geätzt. Von beiden Seiten. Und das sieht auch gut aus. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass die wirklich total schief, krumm und total verschoben wäre. Sehe ich nachher beim Bohren. Jetzt werde ich erstmal hier die Ränder wegschleifen, weil das habe ich ja bewusst ein bisschen größer gelassen. Und dann werde ich sie bohren und dann werde ich ja sehen, wie gut das geklappt hat. Dann werden wir uns nachher gleich wiedersehen, wenn ich soweit fertig bin. So, nun habe ich das gebohrt und wieder den Bohrer abgebrochen von diesen hier. Jetzt ist es der 1 mm. Der 0,8er ist kaputt, der 0,9 geht noch, denn 1 mm ist kaputt, 1,1 und 1,2 habe ich noch. Also muss ich mir noch mal eine neue Kiste besorgen. Oder ihr seid so nett und kauft mir die. Ist noch auf der Wunschliste drauf, glaube ich doch.
Ja, die habe ich jetzt soweit gebohrt, aber eine Sache habe ich mitgekriegt. Eigentlich sollte das nicht so sein, beziehungsweise so, muss ich mal so rumhalten, sondern eigentlich so rum und die Dinge andere Seite. Geht aber nicht, passt von der Bohrung dann nicht. Ja. Doof gelaufen. Ist aber egal, dann ist es halt so rum. Dann macht das nichts. Eigentlich sollte es andersrum sein, dass der auf der Seite ist. Ja. Ist nicht so schlimm, ist halt doof gelaufen. Passiert. So, und der zweite kommt daneben. Sollte passen. Und ich hätte sie noch ein ganzes Ende näher setzen können. Aber beim Layout war das gar nicht so ersichtlich. Mache ich die Platine jetzt noch mal neu? Oder nehme ich die? Den nächsten hier drauf. Also das Footprint passt, aber die Abmessung oder die Abmaße von dem Footprint sind ein bisschen übertrieben. Also so viel Luft hatte ich nicht gelassen bei dem beim Footprint, bei der beim Layout. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, dass die so weit auseinander sind. Naja, gut. Was soll's? Dann ist das halt so. Kann ich nicht ändern. Dann mache ich das jetzt soweit fertig. Also ich löte das jetzt nur noch drauf, messe mir das aus und mache mir das Gehäuse dazu und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich das hier angelötet. Jetzt fragt ihr euch, was dieser Benüppel da soll. Der verbindet nur die Massefläche von beiden Seiten. Von der Seite zu der Seite. Ich musste hier leider unter dem Stecker löten, weil ja Layout ist spiegelverkehrt. Eigentlich sollte das auf die andere Seite. Die Abstände hier, ja, ist im Layout auch so. Ich habe es nochmal kontrolliert. Man sollte das Layout nochmal 10-mal kontrollieren, wenn man das ausdruckt, bevor man es ausdruckt. Aber hier ist es gelötet. Das hätte ich jetzt nur. Wenn der jetzt an, wenn die Stecker andersrum gewesen wären, wie sie eigentlich sollten, hätte ich hier nur zwei Lötpunkte gehabt am Stecker unten drunter. Ansonsten nicht. So habe ich jetzt leider bei jedem Stecker unten drunter löten müssen. Zum Glück ging das. Ist nicht so schlimm. Und die Masse ist hier direkt auf die Fläche gelötet. Ich hoffe, man kann das erkennen. Direkt auf die Fläche, auf die große Kupferfläche. So, jetzt muss ich nur noch die Schalter daran machen. Kabel habe ich mir ja schon dafür besorgt, beziehungsweise habe ich mal bekommen. Dann nehme ich wieder dieses Kabel hier, das kennt ihr eigentlich schon. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ja dieses doppelgeschirmte oder das geschirmte. Und zwei Adern, also Mikrofonleitung soll das sein. Das ist einfach nur geschirmte Leitung, zweiadrig. Den Schirm werde ich immer auf die Platine mit auflöten. Na, Kamera, komm. Den Schirm werde ich mit auf die Platine löten, hier auf die Massefläche. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß ich noch nicht, wie ich das mache, eventuell, weil ich ja die Schalter. Ja, hier so gegenüber habe, die werde ich ja nicht drauf löten. Die werde ich ja in der Luft liegen, Luft hängen haben. Beziehungsweise kommen ja nachher so eine zweite Platine so dazwischen und dann noch das Plastikgehäuse, dass ich den Schirm dann mit an die
Platine, die hier oben mit drüber liegt, nachher mit anlöte, dann ist die gleich mit geschirmt. Da muss ich das nicht extra machen, von der Platine zu der anderen nochmal ein Kabel extra legen. Muss ich mal gucken, aber so passt das ja. Immer so zwei Leitungen mit zwei wieder weg. Sollte hinhauen. Jetzt muss ich mir aber erstmal mein Gehäuse designen und 3D drucken. Und dann schaue ich mal, wie ich das am blödesten mache. Theoretisch würde es so schon funktionieren, wenn ich die Schalter direkt drauf löte. Würde die theoretisch funktionieren. Hier muss ich jetzt aber ja, einmal oben, einmal unten löten teilweise. Na, muss ich mal gucken. Aber es hat ja soweit hingehauen. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Gehäuse soweit fertig habe. So, Hallöchen. Also das hatte ich ja schon gezeigt. Das ist jetzt die Platte für mein Gehäuse. Das Gehäuse sieht so aus. Einfach nur ganz einfacher Kasten. Kommt nachher so zusammen. Das reicht mir. Man kann es auch schöner machen. Also ist nicht so schlimm. Und die hier, wie ich ja sagte, wollte ich die ja hier zwischenlegen. So, dann kommt die damit rein. Jetzt habe ich aber ein Problem gehabt. Ich habe das beim Konstruieren nicht so ganz bedacht. Ich kriege das da nicht so direkt rein. Mit viel Druck und hast du nicht gesehen, kriege ich es rein. Jetzt muss ich noch mal gucken, wegen Schrauben da an den Dings, ob ich da noch was finde, dass ich das auch festschrauben kann. Aber ich denke mal, ich müsste was haben. Ich habe genug Schrauben von so vielen Geräten hier übrig. Dann sollte das hinhauen. Und mit den Verdrahten. Man könnte ja jetzt annehmen, wie mir das überlegt. Ich habe ja hier den Schirm. Und dann komme ich ja mit einmal vom Schalter, also von der Platine zum Schalter. Links, rechts. Wäre ja dann links, rechts vom Schalter und wieder links, rechts zurück zur Platine. Also von der Platine zur Platine. Wenn ich mir das aber anders überlegt, durch den Schirm, ist gar nicht mal so verkehrt. Ich werde das so machen, dass der eine das Signal reingeht über den Schalter und das wieder raus, dass das Signal in dem Sinne dasselbe ist, aber geschirmt ist und daneben das nochmal. Dass links und rechts geschirmt ist, dass ich da eine doppelte Schirmung habe. Bei den, wo ich wirklich 6 Kabel anschließen muss, mache ich das auch, bis auf den letzten. Da werde ich dann so rauskommen. Da werde ich dann einmal links, rechts nehmen. Ist einfacher. Würde ich so machen. Und das würde ich jetzt auch schon mal so weit löten. Und dann nachher in die Kiste bauen. Und dann zeige ich euch nachher das fertige Ergebnis. Dann bis nachher. Ich war jetzt hier gerade am Verdrahten. Man sieht es schon. Ich war auch schon bei dem zweiten. Allerdings habe ich jetzt hier irgendwie ein Problem entdeckt. Ich muss das jetzt nochmal kontrollieren. Vielleicht muss ich die Platine nochmal neu machen. Und zwar ist das hier immer, ist das hier für die Play-Sektion. Der, der, der und der. Nee, der, der und der. Und hier habe ich ein Problem. Das hier ist, ich weiß jetzt nicht, ob es links oder rechts ist. Ich zoome mal drauf. Und zwar hier, links oder rechts, ein von beiden, geht hier auf den zweiten, aber nicht auf den dritten. Der geht nicht da drauf, da müsste er aber hin.
Der geht hier auf den Rekord, das ist richtig, auf den Rekord. Hier geht er auf den Play. Aber der hier von Play, da habe ich keine Verbindung rüber. Von da nach da. Sprich von dem zu dem. Ist auch nicht auf der anderen Seite. Ist auch nichts drauf. Das wäre Play. Und da wäre auch Play. Und da ist auch keine Verbindung drüber. Ich kontrolliere das jetzt nochmal. Ich mache mir jetzt gerade den Footprint hier mit. Der Footprint, wenn ich mir den angucke, ist der von oben gesehen. Und habe mir das jetzt schon mal markiert mit. Na, mal nehmen wir den. Den hier ist ja links und dann kommt rechts unten runter. Ist ja hier links, rechts. Da habe ich dann links 1, rechts 1, links 2, rechts 2. Habe ich mir ja schon mal so angemarkert. Das andere als Ground. Weil anscheinend fehlt mir hier eine Leiterbahn. Er zeigt mir das aber auch nicht an. Der Schaltplan ist soweit richtig. Aber im Layout passt das nicht. Warum auch immer. Und dann kann ich das auch gleich wieder. Ja. Jetzt habe ich das Gehäuse schon fertig. Also theoretisch müsste ich ja eigentlich nur, wenn das hier von rechts kommt, das ist der rechte. Geht hier auf Rekord, Play, Rekord, Play, Rekord, Play. Und der linke Rekord, Play, Rekord. Dann müsste hier auf Play gehen. Brauche ja nur eine Verbindung da drüber, ne? Könnte ich eigentlich mit ein Stück Kabel. Warum hat er denn das so getan? Dann hätte er doch den hier rüber. Da. Ja, brauche ich ja bloß ein Stück Kabel nehmen und darüber löten. Dann sollte es passen. Ich kontrolliere das jetzt gleich nochmal im Schaltplan. Und mit dem Layout. Layout lasse ich dann so, sonst muss ich das Gehäuse neu machen. Das wäre blöd, das will ich nicht. Und das hier alles wieder ablöten, das wäre natürlich auch blöd. Ich kontrolliere das nochmal. Vielleicht reicht auch wirklich nur eine kleine Leitung von da nach darüber. Weil ich habe von dem Play zu dem Play keine Verbindung. Und von dem zu dem habe ich eine Verbindung. Ja, ich weiß. Gut, ich melde mich dann nachher gleich wieder. So, ich habe einen Fehler gefunden. Es war im Schaltplan ein Pixel großes Loch von einer Verbindung, und zwar von einem Schalter zum anderen Schalter. Da war an der Verbindung zum Schalter wirklich ein oder zwei Pixel groß ein kleines Loch. Da war nicht verbunden. Ja, das habe ich erst mit richtig doll reinzoomen gesehen. Ich muss jetzt einfach nur. Normalerweise würde das auf dieser Seite hier sein. Von dem Punkt zu dem Punkt hier hinten. Wäre dann. Wie hatte ich das gesagt? Von dem. Oder besser gesagt, von dem Punkt. Wie hatte ich das denn? Moment, muss ich es nochmal aufmachen. Mal auf PCB. Das ist jetzt ja genau von dem Punkt eine Verbindung darüber. Würde, wenn ich das Layout neu mache, von da unter den Stecker rumlaufen, hier wieder zurück und dann hier zwischendurch. Also ich brauche jetzt bloß von da, von dem Punkt oder von der Leiterbahn aus, eine Verbindung zu der Leiterbahn machen.
Ich gucke mal, wie ich das am blödesten hinkriege. Ich glaube mal, ich nehme ein geschirmtes oder ein isoliertes Kabel und werde dann hier einfach von hier rüber löten. Was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig, sonst wird es nicht hinhauen. Ja, ich lasse das Layout so, ich kann es jetzt neu machen, aber jetzt habe ich das Gehäuse schon fertig. Egal. Wie gesagt, ist bloß eine Verbindung machen. Ja, ich habe das glaube ich schon gesagt. Also man musste sich das wirklich 10-mal, nochmal 3-mal und 10-mal und 20-mal genau anschauen, ob das wirklich alles passt. Mit den Abständen hier. Ja, die haben bei dem Footprint die Kante eingezeichnet plus ein Umriss nochmal in die Mitte. Hier rum. Und ich ging jetzt davon aus, dass dieser äußere Umriss diese Kante hier ist. Ist sie aber nicht. Also ich hätte es wirklich zwei der zusammenschieben können. Ja, muss man wissen, sollte man nächstes Mal drauf achten. Ja, gut, da werde ich jetzt mal weiter verdrahten und dann werden wir nachher das fertige Produkt sehen. Okay, bis dann. So, Hallöchen. Also die Oberseite ist soweit fertig. Unten ist auch gelötet. Die Schalter. Und auf die Platine. Ich habe jetzt doch nochmal ein Massekabel extra gelegt. Von da zur Platine hier hinten. Und hier hinten halt noch die Verbindung gemacht. So, ich hatte zweimal oder dreimal einen Kurzschluss. Das ist aber nicht so schlimm gewesen. Das habe ich weggekriegt. Zur Erklärung muss ich nur noch mit beschriften. Die hier sind für Play. 1, 2 und 3 geht dann hier hinten auf den raus. Hier rein. Da würde reingehen und da raus. Also auf. Ich glaube, den raus. Da raus und die sind Input, das was von der Quelle kommt. Da Input, Input, Input und würde hier rauskommen, je nachdem welcher Schalter oben ist. Bei Aufnahme kann ich einmal so rumschalten. Das wäre da hinein und da wieder raus auf dem oder auf dem oder auf dem, wenn ich hier umschalte. Die haben noch einen Off-Schalter. Jetzt kann ich noch sagen, dass der hier aufnehmen soll und zwar von einer beliebigen Play-Quelle, die hier dran ist. Beziehungsweise nur die zwei. Die zwei oder ich glaube den noch. Nee, nur von den beiden. Wenn ich den so rüberstelle, heißt es, ich kann einen von den beiden hier aufnehmen. Wenn ich den aktiviere, dann würde hier reingehen und da wieder rausgehen. So in dem Dreh. So wollte ich es auch haben. Hier das gleiche kann ich darüber stellen, wäre dann für die Aufnahme der oder der. Und wenn ich darüber schalte, wäre Aufnahme der oder der. Und der halt eben, der nimmt auf, was von da hinten kommt. Ja, je nachdem muss ich mir nur noch beschreiben, welcher hier was ist. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob ich passende Schrauben habe für die Schraubenlöcher. Dann setze ich das ganze Ding final zusammen und dann zeige ich es euch nochmal, wie es dann final aussieht. Und denkt dran, Messer sind scharf, ne? Die schneiden. Gut, dann bis nachher. So, ich habe das ja jetzt erstmal zusammen und muss doch noch eine neue Kiste drucken. Weil ich habe nicht bedacht, dass die Schalter da nicht vorbeigehen. Verdammt. Muss ich jetzt nur, was weiß ich, um einen Zentimeter oder anderthalb ein bisschen nach hinten ziehen. Also breiter machen. Den Deckel auch ein bisschen die Löcher nach hinten ziehen. Das ist nicht so schlimm. Werde ich machen.
Aber so wäre das Ding dann so zusammen und wäre fertig, wäre dann auch noch beliebig erweiterbar. Man könnte da, weiß ich nicht, 50 davon machen. Je nachdem. Ja, das ist jetzt doof. Das habe ich vorher nicht getestet. Weil ich die Schalter schon alle angelötet habe. Bevor ich das überhaupt alles zusammengeschraubt habe. Naja, gut. Dann werde ich das nochmal ein bisschen abändern, fertig machen. Dann ist die Kiste fertig. Aber so wird sie dann aussehen. Da wären dann halt zusammen Deckel oben drauf, hinten die Anschlüsse. Und ich könnte dann hin und her schalten, so wie ich es brauche. Für meine Stereoanlage, wo ich doch mehr als nur drei Geräte habe, wo ich analog aufnehmen kann. Und zwar ist das das Kassettendeck, Tonbandgerät, Minidisc und das Gerät. Das sind schon vier Stück. Fehlt mir eine, um genau zu sein. Aber warum sollte ich mir nur einen davon machen? Beziehungsweise brauche ich ja dann zwei. Nee, brauche ja schon die drei. Weil ich werde den anderen verlängern. Dann werde ich aus dem einen rausgehen und hier reingehen. Dann kommt der eine da dran. Und dann der andere daran. Na gut, hätte ich ein weniger, hätte ich einen Zweier machen können. Dann wäre das auch. Aber so habe ich dann noch für ein zweites Kassettendeck zum Überspielen zum Beispiel noch einen Platz. Gut, aber das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich weiß nicht, wie lang das Video insgesamt geworden ist. Es ist bestimmt sehr lang geworden. Ich werde den Schaltplan, das Layout, das werde ich alles anpassen, fertig machen, eventuell noch die Druckdateien dann fertig machen und später dann mal mit hier unter das Video mit unter verlinken. Später, nicht jetzt sofort. Ich mache das Video jetzt fertig, damit ihr schon mal schauen könnt, was ich hier gemacht habe, die letzten 3, 4, 5 Tage. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe zwischendrin habe ich noch was anderes gemacht, weil ich keinen Bock hatte, aber so lange hat es jetzt gedauert. Also wer es nochmal nachbauen möchte, der findet dann später in der Videobeschreibung dann die Dateien, wenn ich das soweit alles fertig habe, final fertig habe. Gut, dann danke fürs Zugucken und Daumen hoch nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi.